Schön, dass ihr beim neuen YouTube-Video dabei seid. Wir haben heute diesen Subaru BRZ Baujahr 2013 für euch. Wie ihr vielleicht in der Titelbeschreibung schon gesehen habt, ist es natürlich kein Standard-BRZ. Und zwar ist es einer unserer LS3 V8 Umbauten. In diesem Fall haben wir noch ein bisschen nachgewürzt, was wir gemacht haben unter der Haube. Das seht ihr jetzt. So sieht das Ganze nämlich aus. Und zwar haben wir hier einen GM Performance 525 LS3. Das heißt, der hat 525 PS aus dem Karton. Amerikanische PS. Mit Cuts und so sind das nicht gleich unsere Prüfstands-PS. Aber wir haben zugesehen, dass wir hier wirklich an die 500 PS erreichen und haben diese Fast LSXR Ansaugbrücke mit einer 102 mm Drosselklappe hier verbaut. Hier vorne extra angefertigt von meinem Kollegen Stefan von Straight Forward. Der macht Carbonteile in Kleinserien. Der baut auch unseren Carbonflügel für die MK5 Supra. Da haben wir dieses geile Ansaugrohr gemacht. Ich habe das selber konstruiert. Also wir haben den Motorraum hier vorne in 3D gescannt, haben das Teil in 3D konstruiert, ausgedruckt, angepasst und dann daraus die Form erstellt. Und das ist wirklich cool. Der Luftfilter darunter ist so groß. Der sitzt direkt unter der Stoßstange und saugt wirklich maximal kühle Luft an und das Setup ist so richtig geil. Krümmertechnisch haben wir hier ein bisschen was geändert zu unserem TÜV-Setup. Die Längen der Rohre sind ein bisschen anders geworden. Das seht ihr da, wir haben das jetzt alles gewickelt. Das wird nochmal mit so einer Thermoisolierung gemacht, aber da wir zeitlich sehr eingespannt sind und das alles schon fertig war, lassen wir es jetzt erstmal so. Bei unserem LS3-Umbau funktioniert wirklich alles. Also es funktioniert jetzt die Traktionskontrolle, Klimaanlage, alles wie serienmäßig. Und zu dem Auto an sich, also zu dem LS3-Umbau, haben wir hier eine ganze Menge geändert. Und zwar, ich mache den Deckel mal wieder zu. Wir verwenden hier ein StopTech Big Brake Kit. Also vorne größere Bremsscheiben mit größeren Sätteln, hinten größere Bremsscheiben mit größeren Sätteln. Advan GT Schmiedefelgen. In 18 Zoll mit Yokohama Advan AD08R, so Semi-Slicks. Die funktionieren aber auch echt gut, noch bei nasser Straße, sodass man das Auto auch wirklich gut fahren kann. Und hinten haben wir 265er Räder drauf, dass wir hier mit der Kiste echt eine ganz gute Traktion haben. Wenn wir uns hier hinten das angucken, also wir haben hier eine Klappenauspuffanlage. Die Klappe geht über 85 km/h nur im Sportmodus auf. An der linken Seite, an der rechten Seite ist dann mit dem Endschalldämpfer und unten ist unser Diffusor aus Aluminium. Also der reicht bis, wo der Unterboden verkleidet ist, schon serienmäßig. Ab da schließt der Diffusor an. Wir haben das alles mit Blechplatten von unten verkleidet, sodass wir hier vorne wirklich eine coole Aerodynamik haben. Zudem hat er einen Differentialölkühler mit so einem Thermoschalter. Wenn es Öl zu heiß wird, dann geht halt eine Pumpe mit an. Da strömt dann Luft durch, der kühlt dann das Getriebeöl. Das Fahrwerk ist ein KW Variante 3 mit geänderten Federraten und so einem HLS-Kit. Also wir können das Auto hydraulisch hoch und runter fahren. Das ist wirklich cool, wenn man mal mit so einem tiefen Ding irgendwie über so Speedbumps oder so fahren will, dann kann man das Auto hochmachen, drüber herfahren und nachher wieder runterfahren. So, im Innenraum geht es weiter. Wir haben hier ziemlich geile 997 GT3 Sitze in Vollcarbon und das macht das Auto von innen natürlich wirklich besonders. Man merkt halt, wie durchdacht der ist, sodass man halt wirklich gut sitzen kann. Ein fettes Musiksystem hat er drin mit Subwoofer, mit Bitumen verkleideten Türen, alles was ihr euch vorstellen könnt. Sieht man natürlich nicht, da der hat da so größere Lautsprecher drin. Ein kleineres Lenkrad haben wir, leicht geschüsselt mit so Carbon-Applikationen. Wie die Serie, ist aber wirklich einen kleinen Tacken kleiner und liegt echt super in der Hand. Ein cooles Gimmick ist auch der Tacho, ne? Also die Skalierung ist ein bisschen anders und halt so ein paar Gimmicks haben wir da reingemacht. Eine Öltemperatur, eine Öldruckanzeige hier an der Seite, dass man halt alles im Blick hat. Und ansonsten Wassertemperatur und alles, was so angezeigt werden soll, wird halt über die Originalanzeige angezeigt oder man kann es da ablesen. Frontlippe hat er noch eine schicke? Stimmt, die Frontlippe, ne? Vorne haben wir so eine Verus-Frontlippe, dass wir den Unterboden maximal verkleidet haben. Also in der Mitte die Abgasanlage, die steht frei, aber das gibt dem Auto irgendwie mit der Farbe zusammen, mit diesen ganzen schwarzen Applikationen, finde ich, so ein richtig, so eine fiese, geile Optik. Fiese, geile Optik.
Action! Action, Action! Action, Action! Fertig? Wir stehen mit dem geilen BRZ jetzt hier bei uns am Prüfstand. Ich erkläre euch kurz, was wir in der Motorsteuerung gemacht haben. Und wir messen nochmal die Leistung, damit ihr seht, wie so der Drehmomentverlauf ist und wie viel Power der LS3 hier leistet. Ein bisschen Sound von außen kriegt er natürlich auch mit, weil das Teil echt fies klingt. Wir gehen jetzt hin, zeigen euch kurz die Abstimmung, was wir da gemacht haben, welche Zusatzfeatures wir haben. Und dann gehen wir auf die Straße und machen mit euch eine große Probefahrt. Also einsteigen. Das Gefühl ist schon echt heftig. Also wir haben jetzt die Klappe auf. Also mit der Auspuffklappe ist es so, die geht nur auf dem Sportbutton auf und ab einer Geschwindigkeit von 85 km/h, sodass wir halt im normalen Modus ganz normal mit geschlossener Auspuffklappe fahren. Ist auch besser. Ich mache die mal hier in meiner Software zu. Ich habe das alles über die ECU Master EMU Black gesteuert. Ich schicke die Nachricht über CAN-Bus. Ich habe hier ein CAN-Modul eingebaut, womit ich dann ein Relais schalte und kann dann quasi hier über 80 km/h und über meinen CAN-Switch. Auf dem CAN-Switch liegen hier meine Schalter, also der Sportbutton und sowas. Darüber kann ich dann halt diese Nachricht versenden und dann die Auspuffklappe auf und zu machen. Ich habe jetzt den Ausgang invertiert, das heißt, ich ziehe das Ventil gerade an. So ist es richtig. Und dann ist die Klappe zu, dann ist das Auto auf jeden Fall eine ganze Ecke leiser. Henning, ich mach mal die Klimaanlage an, damit wir hier nicht kaputt gehen. Also wir fahren hier wie bei so einem Rennmotor eine Alpha-N-Steuerung. Das heißt, wir korrigieren das Gemisch über die Drosselklappenstellung und die Drehzahl und halt noch so ein paar andere Faktoren. Deswegen hängt das Teil wirklich, das ganze Auto wackelt. Geil, ich hoffe, man kann den Sound irgendwie mithören. Also es hört sich echt irgendwie Hot Rod NASCAR-mäßig an, oder? Also, ich messe den hier im vierten Gang. Wir haben hier eine ultralange Übersetzung drin, also wir haben längeres Differential hinten eingebaut, sodass das Auto schneller in der Endgeschwindigkeit fährt. Krass, oder? Das ist kein GT86 mehr, nee. Das ist irgendwie eine grobe Ausgeburt der Hölle. Vor allem, wie man hier drin sitzt, ne? Also in den Sitzen und so, es ist halt echt einfach richtig krass. Ich mach doch mal in 5. Im fünften Gang 6300 Umdrehungen, 270. Einfach ein geiler Apparat. Also hier, wenn wir hier im sechsten Gang fahren, wir hier 200, guck mal, 200 km/h bei 3000 Umdrehungen. Also 6000 Umdrehungen, 400 oder was? Aber nur mit Turbo oder Kompressor. Also. So, jetzt aber mal zurück zur Materie hier. Jetzt haben wir gerade mit geschlossener Klappe gemessen. So sieht das Ganze aus. Also mit geschlossener Klappe haben wir hier knapp 500 PS, 494 und mit offener Klappe hatte ich mal gemessen, da waren es dann 507. Das ist halt echt amtlich, ne? Für so ein leichtes Auto. Ja, mit der Arbeit auf dem Prüfstand sind wir soweit fertig. Wir bocken den jetzt ab und dann gehen wir auf Probefahrt. Dann gucken wir mal, was der LS3 hier auf der Straße mit dem Auto so fabriziert. Die ersten Meter im V8 BRZ. Klimaanlage läuft. Geil, oder? Irgendwie unwirklich. So ein Corvette-Sound in so einem kleinen Coupé. Ist halt echt geil. Statt 2 Liter 6,2 Liter. Einfach eine 6 vorne dran. Also die Gänge und so, das lässt sich so geil schalten. Das Getriebe ist so geil. Wir haben ja noch so ein Ding mit LS3 und zwei Turboladern als Rennwagen.
den zeigen wir euch auch nochmal. Da haben wir exakt das gleiche Getriebe eingebaut und fahren da über 1000 PS mit. Also der ganze Antrieb und so ist genau gleich wie dieses Auto. Also 500 schüttelt das Getriebe so aus dem Ärmel, das ist echt. Also unter 2000 Umdrehungen fährt der LS3 mit der scharfen Nockenwelle nicht so gerne. Ich musste den ein bisschen fetter machen, dass der nicht so anfängt, so ein Magerruckeln zu haben. Vierter Gang, 60. 90. Ja. Hört sich ziemlich ausgewachsen an, das ganze Ding. Traktionskontrolle aus. Und jetzt das zweite Gang. Geil. Also hier ist 100, mein zweiter Gang. 120 auf dem Tacho. Wir sind 60 gefahren und die Räder haben durchgedreht. Vor allen Dingen auf der Hublingen Straße fährt sich das auch noch richtig gut. Ja. Nicht zu hart oder so. Nee, das Fahrwerk ist echt gut, ne? Ja. Echt sauber. Also die Lautstärke hier drin ist echt so im unteren Drehzahlbereich so. Je höher der, wenn er ein bisschen höher am Teillast dreht, ist kein Problem, aber wenn er so untertourig läuft. Auch wenn man so untertourig Gas gibt, dann klappert das Getriebe ein bisschen, aber es kommt aus dem Getriebe selber, weil das hier alles so in Metall gelagert ist. Aber hier, wenn ich bei 3000 hat der Motor schon so eine Kraft, das ist unglaublich. Das ist 3000 Umdrehungen. Wir haben ein leichteres Schwungrad drin, eine Sportkupplung, dass er halt ein bisschen giftiger am Gas hängt, Alter. Ist das geil, oder? Der schreit immer so förmlich, komm, Vollgas. Aber Landstraße, Vollgas mit so einem Eimer ist nicht viel Vollgas. Bis 100 geht's schnell. Komm, wir laden nochmal durch hier. Das war der zweite. Also sechster Gang, 400 km/h oder so. Fährt er natürlich nicht. Alter. Also mit Traktionskontrolle, erster Gang. Also im zweiten Gang, das war jetzt 100. Sechster Gang, 1500 Umdrehungen, 110 laut Tacho. Ich denke, da fahren wir ziemlich genau 100. Ja, der Motor, der schreit immer so, komm, Drosselklappe aufmachen, Sprit rein. Der Verbrauch, da braucht man natürlich nicht drüber sprechen, ne? Also um 6 Liter V8, das ist geil. Also mir macht das Auto wirklich richtig Spaß. Ja, ne? Ja, das ist halt ein Saugmotor, das ist kein Turbo, ne? Wenn hier die Drosselklappe aufgeht, dann wird sofort voll gefüllt. Da muss nicht noch erst ein Lader spulen oder so. Da geht es sofort zur Sache. Aber so wie es so fährt, also bis auf diesen leicht rappelnden Schalthebel, fährt das echt super. Achso, was wir ja noch am Fahrwerk gemacht haben, an allen Achsteilen PU-Buchsen eingesetzt. Und die Seriengummis halt rausgemacht. In dem Zug haben wir alles gestrahlt, alle Teile gestrahlt und dann in Silber lackiert, sodass das Auto also von unten komplett nicht diese roh-schwarzen Querlenker und sowas hat, sondern es alles lackiert. Das macht's, wenn man das Auto von unten anguckt, macht es halt auch echt Spaß, weil halt alles verändert ist und alles verbessert, so dass man hiermit auch wirklich Gas geben kann. Ne? Aber oh, krass, ne? Wir haben auch noch eine Abgasanlage, die ist halt wirklich
viel leiser dafür. Die klingt halt so ein bisschen dumpf, wie sie sein muss. Aber die hat einen Mittelschalldämpfer, einen Endschalldämpfer mit zwei Endrohren in den Originalblenden. Jetzt haben wir hier wieder irgendwie so Patienten. Ist das geil, Alter. Komm, den Patienten überholen wir hier mal. Geht hiermit echt einfach, also ein Auto zu überholen. Da brauchst du nicht für runterschalten, da kannst du einfach im vierten Gang bei 3000 oder 2000 Umdrehungen Gas geben und dann bist du da dran vorbei. Könnte ich den ganzen Tag machen. Alter. Wir waren 85 und dann, wenn du jetzt Gas gibst. Die kleinen Dinger. Ja, komm Henning, wir fahren nochmal Autobahn einmal, oder? Dritter Gang, wir fahren 75. Los geht's. Das an, ey. Wir fahren 180. Jetzt pass auf, im sechsten Gang mit 2500 Umdrehungen. Wir haben ja den Laptop noch dabei. Wir stellen das Gemisch jetzt hier noch auf der Autobahn richtig ein. Und wenn du irgendwas überholen willst, dann machst du den fünften dran. Und dann geht's ab. Oder den vierten. Dann geht's richtig ab. Also untenrum müssen wir das Gemisch auf jeden Fall noch anpassen. Auf der Straße, ich muss den ein bisschen fetter drehen, aber ich glaube, ich habe es zu fett gemacht, weil wir halt vorne den Luftfilter direkt vor dem Kühlerpaket stehen haben. Und dann ist es halt so, dass du bei hohen Geschwindigkeiten mehr Luft in dem Luftfilter und in dem Sammler hast wie auf dem Prüfstand. Und dadurch ist er dann ein bisschen mager geworden. Da gebe ich ihm lieber ein bisschen mehr Sprit, passe das alles auf der Straße an. Und damit sind wir schon beim Ende vom Video. Falls euch das Video gefallen hat, besucht vielleicht unsere Instagram, Facebook-Seite. Guckt euch an, was wir so in den Storys da schreiben, was wir so aus unserem täglichen Werkstattleben da preisgeben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.